Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Need for Speed Hot Pursuit Remaster, zur wahrscheinlich vorletzten Folge hier auf der Racer-Seite und damit auch zur vorletzten Folge im gesamten LP. Mit den Cops sind wir ja schon ein bisschen länger durch, denn wir haben jetzt noch 8 Events vor uns. Ich weiß, das letzte Event wird ein bisschen länger sein. Deswegen dachte ich mir, da wir auch in der letzten Folge dann die Credits anschauen, machen wir heute 5 Events und nächstes Mal dann die letzten 3 Ebenen. Und wir fangen heute an mit entweder einem Hot Pursuit Event oder einer Hetzjagd. Ich würde sagen, wir fangen mal leicht an, oder? Wir nehmen die Hetzjagd. Es heißt, Angriff sei die beste Verteidigung, aber wer immer das gesagt hat, kannte den neuen Bugatti Veyron 16.4 Supersport nicht. Wer muss schon auf Angriff fahren, wenn er die Cops hinter sich den Staub schlucken lassen kann? Ist ein valider Punkt. Müssen wir eingestehen, definitiv. Gucken wir einfach mal. 6 Nagelbänder, 2 Störsender. Nice. Passt ja auch zum Event. Wir sollen ja eher den Cops davonfahren, deswegen ergibt das ja durchaus Sinn, dass wir mehr Nagelbänder haben. Störsender heißt natürlich, dass die wahrscheinlich wieder EMPs haben. Oder Nagelbänder auch, aber ich gehe eher von EMPs aus. Wenn ich halt Nagelbänder habe, dann wäre das ja die ganz gute Konteraktion dazu. Aber naja, das schauen wir einfach mal. 3,38 für, ja, es waren knapp 19 Kilometer, glaube ich. Wahrscheinlich werden wir als Cop ein ähnliches Auto haben. Ja, es ist ein Gumball Apollo. Ist doch ordentlich anders, definitiv. Fahren wir mal hier lang, einfach um Ruhe zu haben. Das passiert häufig, ne? Dass der sagt, ich möchte ein EMP haben oder kriegt er Luftunterstützung? Elektro Masterpilot oder wofür steht EMP sonst? Aber dafür verwenden wir jetzt mal keinen Störsender. Das Nagelband reicht. Wie wir eindrucksvoll gesehen haben. So. Ach, das wurde sogar doppelt gewertet, weil dann beide reingefahren ist. Cool. Du kannst das gerne wiederholen. Das heißt nicht, dass es mich interessiert. Aua. Okay, der Heli schmeißt gleich ein Nagelband mir von Latz wahrscheinlich. Jupp. Da fahren wir mal dran vorbei, würde ich sagen. Und jetzt gehen wir mal Vollgas, ne? Was genau willst du da drüben, Cop? Okay, die Mission verstehe ich jetzt nicht so richtig. Aber hey, ist nicht mein Problem. Boah, das ist gar nicht so doof, dass sie hier Staub aufwirbelt. Dadurch sehe ich die NPCs nämlich nicht. Aber augenscheinlich müssen wir nicht mit Straßensperren rechnen. Sondern ausschließlich EMP und Nagelbänder durch Helis eben. Und eine neue Cop-Einheit. Und zwar das gleiche, was wir fahren. Veyron Supersport. Ist natürlich prinzipiell besser, um den Veyron zu verfolgen, als, naja, der Gumpert. Gerade auf so einer geraden Strecke. Wir fahren ja jetzt hier nicht im Wald oder so, wo der Gumpert dann einfach die Kurven hat. Zünden die ganze Zeit EMPs ins Nichts oder was passiert hier? Ah, der Gumpert spawnt sich wieder vor uns. Macht nichts, wir fahren jetzt Autobahn. Ah. Sehr schwammig jetzt gefahren. Oh, wo kommt jetzt der dritte Cop her? Nee, lass mal. Ach, scheiße. So nicht. Jetzt hat er volles Rohr an NPC mitgenommen. Nice. Da fährt er rein. Wunderbar. Ja, wir haben zwei Veyrons sogar am Arsch. Ja, das war vollkommen klar. Dass du so lange im Gegenverkehr fährst, dann nimmst du irgendwann mal was mit. Das ist logisch, mein Freund. So, wir haben noch die Hälfte aller Waffen. Sogar exakt. Da der Gumpert in der Wand. Oh Gott! Ich hätte den Störsender zünden müssen. Hopp, lass mich fahren. Danke. Ja, macht ja nichts. Wir haben es geschafft. Alles gut. Das war jetzt nicht unbedingt das größte Problem. Ich habe an meinen Störsender gar nicht mehr gedacht, tatsächlich. Sonst hätte ich ihn natürlich gezündet. Also ich dachte halt, okay, ich weiche aus, aber hätte ich ja gar nicht machen müssen. Egal.
Es scheint, als wäre das heutige Rennen an der Polizei vorbeigegangen. Der Funkverkehr war ruhig. Vielleicht zu ruhig. Es ist ein Hot Pursuit Event, also nehme ich an, da werden Dinge schief laufen. So, wir sind in F1 letzte Folge gar nicht gefahren, glaube ich. Fahren wir jetzt eben. Ja, wir sind auch gut bewaffnet auf jeden Fall. War aber drei Turbos, die können wir doch gar nicht alle raushauen auf der Strecke. Die ist sehr kurvig. Okay, 26,5 Kilometer. Veron, Agera, CC und F1, also alles dabei hier an relevanten Modellen, außer der Gumpert. Aber nachdem wir jetzt hier Topspeed-Monster fahren, ist das schon richtig, dass der Gumpert hier nicht mitfährt. Alright. Also wir wissen ja, es ist ein Hot Pursuit Event, ne? Deswegen irgendwann werden die Cops kommen. Die Frage ist halt einfach nur wirklich wann. Wie viele? Warum? Aua. Das war der Plan. Ich wollte einfach nur den CCXR Edition da in den NPC rammen. Das war einzig und allein meine Intention. Aua. Ah, komm her. Na, wann kommst du denn in die Cops? Jetzt sind wir schon 5 Kilometer gefahren hier, ohne die Freunde in Blau. Du machst einen Abgang. Der Tunnel ist gerade offiziell eingestürzt, dadurch, dass der Veron dagegen gefahren ist. Ich habe halt jetzt leider schon echt ordentlich Leben verloren. Scheiße. Und das, obwohl noch kein Cop dran ist bisher. Aber wann kommen die denn? Das Ding ist halt, je länger die warten, desto härter werden die draufhauen gleich, denke ich. Oh, da sind sie. Was haben wir? CCX. Okay, das ist jetzt... Da stand einer in der Zapfsäule. Ich habe es genau gesehen. Das ist jetzt... nicht unbedingt die extremste Einheit. Und eines CCXR Edition und eines Agera und eines Veron. Muss ich euren Job für euch wirklich mitmachen, Leute? Natürlich haut der Veron jetzt ab. Sind das vier Stück? Och du Scheiße. Nimm die mal. Oh nee. Puh, wir haben es echt durchgeschafft. Solange ich noch einen Razor zwischen mir und den Cops habe, ist das gut. Genau deswegen. Weil der MP geht dann nicht auf mich. Ja, lass mich einfach wegfahren. Kein Problem. Ihr könnt die alle drei haben. Abgelehnt? Ich sagte abgelehnt. Jetzt hängen die alle vier an mir dran. Oh nee, ey. Boah. Wo ist die Lücke? Da. Ja, guck mal einer an. Ja, ja. Ich glaube, hier könnte es ganz gut sein, eventuell, wenn ich jetzt Glück mit dem Verkehr habe. Ja, okay. Ja, ja, doch, war nicht die schlechteste Entscheidung. Das erwische ich nicht mehr. Ja, das ist nur so halb gut gelaufen, tatsächlich. Ja, hol dir wieder mal deine Luftunterstützung mit dem EMP. Ja, die Cops haben aber auch schon gut gefressen hier, definitiv. Ja, das war jetzt natürlich klar, wenn wir eine Rechtskurve fahren, dass das dann auch darüber geht, das Nagelband. Ja, wir haben gar nicht mehr allzu weit, ne? 7 Kilometer. Schauen wir mal, dass wir den Veron vielleicht takedown. Die Cops machen das ja für sich schon. Ja, okay, der raucht nur, weil er Bock dran hat gerade.
So. Weil ich muss mich tatsächlich jetzt eher vor den Racern absetzen, anstatt vor den Korps. So. Wenn da ein Karin gestanden wäre, wäre ich am Arsch gewesen. Aber da stand ja keiner. Und jetzt Turbo. Und ich halte jetzt auch mal meine Hand auf dem Störsender, mein Finger. Muss nur sehen, den Heli. Sofern er überhaupt noch dran ist, das weiß ich ja gar nicht. Aber ich kann jetzt so oder so. Dann noch ein Nagelband hinten raus, einfach aus Prinzip. Noch eins. Und noch ein Turbo und weg. So. Bock, hau rein. Das war gar nicht so spannend, wie ich es erwartet hätte tatsächlich. Also ich dachte, die hauen halt wirklich alles raus. Aber das waren halt 4 Cops an mir dran, aber die haben alle nicht so richtig was gemacht. So. Was sind wir denn jetzt? Gesuchter 2. Toll. Und Audi E8 V10. Super, den brauche ich jetzt. Perfekte Kontrolle über schier unglaubliche Leistung. Das ist jetzt Auslegungssache. Okay, wir haben ein Rennen sowie ein Duell und eine Hetzjagd. Nehmen wir das Duell. Das Original der Hypersportwagen fordert den schnellsten Wagen der Welt zum ultimativen Showdown heraus. Ich wusste gar nicht, dass der Jesko hier im Spiel ist. So. Wait. Das Original der Hyper... Ja, okay. Ja, ja, doch. Okay, ich verstehe. Wobei der Veyron ist ja beides eigentlich, ne? Der CC XR Edition. Also der Veyron ist ja schneller, ne? Und der Veyron ist das Original der Hypersportwagen. Also, weiß ich jetzt nicht, was die da als was sehen. Aber gut, soll mich nicht stören, wir fahren das Ding einfach. Okay, 22,8 Kilometer, eine ordentliche Strecke hier, die wir zurücklegen müssen, aber das wird Spaß machen, glaube ich. 22,8 Kilometer mitten im CC XR Edition unterm Arsch, das wird toll. Das wird aber sowas von toll. Ach, Königsegg gegen Bugatti. Das ist immer wieder ein schönes Bild. Auch wenn es relativ wenig Sinn ergibt, außer in der Topspeed. Weil auf jeder Strecke der Welt wird der Bugatti die Arschkarte ziehen, aber... Also, Ausnahme jetzt sowas wie Daytona Oval oder so, aber... Selbst da ist das schwierig mit den Reifen. Aber es ist trotzdem immer wieder toll zu sehen. Auch wenn es in der Zukunft ja wahrscheinlich nicht mehr so krass der Fall sein wird. Königsegg meinte ja, dass sie nach dem Jesko absolut keine Intentionen verfolgen, noch ein weiteres Topspeed-Monster zu bauen. Die Frage ist halt, ob Bugatti, also wo wird Bugatti hingehen? Das ist die große Frage. Weil, wenn Bugatti in Sachen Topspeed nicht mehr machen kann, dann brauchst du Bugatti nicht, so brutal wie es klingt. Aber das ist halt alles, was sie in den letzten 15 Jahren ungefähr gemacht haben. Topspeed-Monster bauen. Klar, du hattest so Modelle wie ein Divo beispielsweise, aber das sind jetzt ja auch keine Track-Monster. Alright, wir haben tatsächlich schon gut was an Distanz hinter uns, schon die ersten 6 Kilometer, fast 7 sogar. Sind aktuell jetzt noch ganz gut vorne. Schauen wir mal, ob wir uns da halten können oder nicht. Gleich haben wir Halbzeit. Naja, was heißt gleich? 3 Kilometer noch. Oh Gott. Kurve nicht gekriegt. Ja, der Veyron auch nicht, alles gut. Wobei der Veyron mit seinem Allrad natürlich ein bisschen besser rausbeschleunigen kann. Trotzdem zünden wir jetzt hier mal ein bisschen Nitro. Weil ich weiß, hier geht es jetzt erstmal ein kleines Stück geradeaus.
Und dann kommt der Veror trotzdem ran, weil er schneller ist. Das ist ein guter Plan, finde ich. Jetzt aber in den Kurven dürfen wir wieder die Oberhand haben. Oder du nimmst einen NPC mit. Das können wir natürlich auch gerne so machen. Habe ich jetzt nicht das größte Problem. Oh, 2,67 Sekunden. Die CCXR Edition ist halt auch einfach eine geile Karre, ne? Also auch rein visuell. Ich bin ja sowieso ein riesengroßer Königsegg-Fan. Wie ihr wisst. Und der CCXR Edition allgemein, die R-Modelle von Königsegg sind ja eine Nummer für sich. Das R, by the way, steht nicht für Racing oder so. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Jawohl, der Veron hat sich richtig auf die Schnauze gelegt gerade. Sehr gut. Noch 7 Kilometer. Ja, Gummiband hilft natürlich trotzdem, dass er jetzt wieder auf 2 Sekunden direkt dran ist. Was auch sonst. Ah, come on. Wir sind gut dabei. Auch wenn wir gerade auf nasser Fahrbahn fahren und da der Veron mit seinem Allrad eigentlich einen guten Vorteil haben müsste, der Veron allgemein. Also auf der Strecke sind jetzt hier nicht die krassesten Kurven. Die langsamen Kurven, die 180 Grad Kurven, da muss ich ja genauso stark abbremsen wie er. Also eigentlich auf der Strecke hier hat der Veron tatsächlich sogar in der Theorie die Überhand, würde ich sagen. Aber er kann es nicht umsetzen gerade. Und das ist der Vorteil, den wir einfach mitnehmen. Für die letzten 3 Kilometer hier. 2,6 Sekunden Vorsprung. Ah, come on, das sieht gut aus. Wenn jetzt nicht noch irgendwie ein NPC hier mir doof kommt, könnte das Ganze relativ durch sein. Gegen Ende habe ich das Gefühl, wird Gummiband sowieso eher zu meinem Vorteil gebalanced hier im Spiel. Haben wir schon ein paar Mal gesehen und das hilft uns auch, dass wir das Rennen hier gewinnen. Nice. Das sieht man doch sehr, sehr gerne. So. Dann machen wir die Hetzjagd, weiß ich gerade gar nicht, ne? Ja, komm, machen wir sie einfach. Der McLaren F1 hielt über 20 Jahre lang den Rekord für das schnellste in Serie gebaute Auto. Überzeuge dich bei diesem 22,6 Kilometer langen Zeitfahren über die driftfreundlichen Straßen des nördlichen Seacrest County selber davon. Okay. Ich glaube, wir hatten schon ein Event mit einer sehr, sehr ähnlichen Route. Wir hatten vor allem auch den F1 schon. Ja, komm, nehmen wir den F1 mal in schwarz. Warum nicht? Wir fahren super selten schwarze Autos hier im Spiel. Machen wir mal so. 5 Minuten 10, 5:10, meine Damen und Herren, um mal die Referenz auf den Teaser-Trailer von damals zu werfen. Ich weiß, dass das letzte Zeitfahren-Event, was ich mit dem F1 hatte, mir gar nicht gefallen hat. Das war wirklich meine Nemesis. Das ist auch so ein Event gewesen, was mir auf ewig im Kopf bleiben wird. Aber jetzt haben wir ja, oh Gott, wir haben ja vor allem gar keine Waffen. Das war schon eine Hetzjagd, oder? Das war kein Zeitfahren-Event. In dem Fall wird das, oh Gott, ich hoffe, die haben keine Waffen, weil das wird ekelhaft. Wenn die ein EMP haben und ich kann den nicht abwehren, dann wird's schwierig. Ja, hoffen wir einfach mal, dass wir durch unsere reine Speed gut genug an Platz machen können. Ja, was haben wir? Agera. Oh, so eine schöne Lackierung auf dem Kopf, Agera, ne? Das finde ich so toll einfach nur. Ich hätte gerne in Forza einen Agera mit einem Blaulicht. So, bitte sag mir, dass du keine Waffe hast. Das ist auch aktuell nur ein One-on-One. Also gerade noch würde ich mir dazu trauen, den Kampf einzugehen.
Wie gesagt, solange ich noch Vollspeed gehen kann, nehmen wir das mit, weil dadurch kann ich gerade richtig Distanz gut machen. Und das könnte wichtig sein für später, wenn dann wirklich ein paar mehr Cops an mir dranhängen. Du hast bisher noch gar nicht gesagt, dass du irgendwen verfolgst. Also fühle ich mich da jetzt auch nicht angesprochen. Vielleicht verfolgen die einen anderen Verdächtigen, der hier auch in der Nähe ist. Vielleicht ist der Kopfwagen ja auch geklaut. Oh, das wäre halt auch noch ein geiles Event gewesen hier im Spiel. Ein Rennen zwischen Kopffahrzeugen in der Racer-Kampagne halt mit geklauten Kopfautos. Das wäre geil gewesen irgendwie. So irgendwie halt eines pro Stage, weil du hast ja mit dem Kopfwagen normalerweise kein normales Rennen. Hätte ich schon irgendwo, doch, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr hätte ich das gefeiert. Ja, wir haben schon über die Hälfte geschafft, zeitlich stehen wir sehr gut gerade da. Der Agera kommt gerade auch nicht so hundertprozentig ran. Ich glaube auch, dass er keine Waffen hat, das wäre sehr unfair. Und vor allem hätte er da noch schon irgendwas gezündet, also... Das kann ich mir nicht vorstellen, dass der komplett gar nicht dran denkt, irgendwas zu machen. Jetzt haben wir noch einen Veron hinter uns, der normale 16.4. Alright. Könnte ein Problem werden tendenziell. Der hatte gerade auf der Karte kurz das Racer-Symbol irgendwie. Das heißt, jetzt haben wir zwei Cops. Ein Agera und ein Veron gegen den F1. Das heißt, ich bin langsamer definitiv, aber ich glaube, die wollen auch nicht unbedingt ein Rennen mit mir fahren. So nämlich. Lass mal den Veron mal vorfahren. Den Agera haben wir mit ausgeschalten. Genauso macht man das. So, jetzt gehen wir dir nämlich eine hinten drauf. Ja, bleib halt nicht auf der Straße stehen. Bist du selber schuld? Nicht schon wieder. Okay, jetzt versau ich es mir tatsächlich gerade. Ich war so gut dabei. Okay, come on. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen runpacen hier. Die haben keine Waffen, das ist schon mal... Das ist alles, was ich wissen muss. Die haben keine Waffen, bin ich mir ziemlich sicher. Okay, der hat vielleicht einen Nagelband. Aber jetzt kann ich ihn aus dem Rennen nehmen. Oder noch nicht. Ich sagte, ich kann ihn aus dem Rennen nehmen. Der Agera hinten dran macht genau das gleiche, nur ohne Fremdeinwirkung. Damit haben wir noch einen hinten dran und der Agera hat keine Waffe. Wie gesagt, die hätte er schon gezündet. Ja, krass abgehängt, ne? Auf der Abkürzung, die genau auf der gleichen Straße wieder endet, wo ich reingefahren bin. Ich bin ein Vollidiot. Ach, come on. Mir fehlt nicht mehr viel. 2,6 Kilometer und noch knapp unter einer Minute. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Come on, jetzt einfach Gas geben. Nicht jetzt großartig noch vom Agera hier verwirren lassen. Der kann nichts. Du hast dich wortwörtlich vor mich geworfen. Du Vollidiot. Wenn du mir jetzt so ein EMP reinholst, werde ich sauer. Dann komme ich nächstes Mal mit dem ganzen Militär zurück, das sage ich dir. Na, hast du Glück gehabt. Hast du Glück gehabt. So, ich habe gar nicht mitgezählt, wie viele Events wir noch schon haben. Wir machen jetzt einfach noch eins. So, egal wie viele wir schon haben. GT2 RS. Hätte ich gern früher gehabt. Kein Muskel zu wenig, kein Gramm zu viel. Boah, der 997 GT2 RS ist halt schon sexy, ne? So, was haben wir denn? Wir haben ein Rennen und wir haben ein Hot Pursuit Event. Ich bin mir jetzt tatsächlich relativ unsicher, weil... Nee, okay, das heißt, das Finale-Event werden wir noch freischalten. Warte, ich kann mal ganz kurz gucken, wie viele wir noch haben. Noch vier, genau. Das heißt, wir machen noch eins. Das war dann durchaus richtig. Dann machen wir das Rennen, würde ich sagen. Der atemberaubende Gumpert... der atemberaubende Apollo S von Gumpert und der rekordverdächtige Veron Supersport von Bugatti sind die Neuen im Kreis der Hypersportwagen. Finde heraus, wie sich die beiden in diesem Marathon durch das Herz von Seagulls County schlagen.
47 Kilometer. Ja, moin. Okay, und die beiden, die mir angepriesen wurden, durfte ich nicht fahren. Super. Die werden dann wahrscheinlich die KI-Gegner sein. Fahren wir nach Gera. Ah, das ärgert mich, dass ich die beiden nicht habe, aber da bräuchte ich halt noch über 500.000 Kopfgeld. Die kriege ich in dem LP nicht mehr. So, 50.000 bekommen wir, wenn wir das Event gewinnen. Uff. Das würde ich mitnehmen, definitiv. Ja, wir haben tatsächlich... Okay, wir haben alles als Gegner. Halt eben auch Gumpert und Veron, aber auch F1 beispielsweise. Also, ja, wie gesagt. Breite Auswahl hier, breite Auswahl. 47 Kilometer. Das ist halt sehr geil, solche Events zu haben. Das ist aber sehr ärgerlich, wenn du die nicht gewinnst beim ersten Versuch. So, driften wir hier mal. Ne, wir driften nicht vorbei. Der Apollo natürlich mit ein bisschen mangelnder Intelligenz, wollte ich sagen. Natürlich. Genau das war's. Was auch immer das für eine Aktion war. Ich habe keine Ahnung. So, der Agera fährt sich gerade auch wie auf Schienen. Er nimmt die Abkürzung mit. Ich glaube, die wird ihm gar nicht so viel bringen. Er verliert halt sehr viel Schwung und Speed. Also, ja, das hat ihm jetzt gar nichts gebracht, effektiv. Alright. Das heißt, wir sind gerade noch vorne. Die Abkürzung würde ich gern mitnehmen. Die ist toll, nämlich. Wenn man sie dann auch gut erwischt. Jetzt haben wir so ein CC dran. Ich glaube, ein CCXR Edition ist es. Bin ich mir nicht sicher. Nochmal 5000 Kopfgeld, weil wir eine Stunde lang Nitro gezündet haben. Das musst du dir auch erstmal vorstellen. So, auch die Abkürzung lassen wir mal rechts liegen. Aber die nächste dafür nehmen wir mit. Wenn es geht. Aua. Okay, geht nicht. Dafür geben wir dem Agera, Quatsch, dem CC noch eine mit. Ja, wir haben noch weit über 30 Kilometer. Da ist noch gar nichts entschieden bei dem Rennen hier. Es dürften die beiden Gumpert gerade vorne sein, oder? Ja. Ne, da vorne ist... Hä? Der ist doch gecrashed, der CC. Ne, das ist der Gumpert. Einer von euch beiden hat doch geraucht, ne? Da würde ich sagen, versuchen wir doch mal einen Takedown, wenn wir rankommen. Was gerade nur so halb passiert tatsächlich. Aber jetzt haben wir ein paar schöne Kurven vor uns, wo wir mal reinhalten können, würde ich sagen. Oh, ihr raucht beide? Ne, nur der hintere. Na, hast du Glück gehabt. Hast du Glück gehabt, aber viel fehlt nicht mehr zum Takedown. Jetzt lass mich aber vorne fahren und du wirst weiterleben. Okay, die Ansage ging nur an den anderen. Das muss man ihm zugute... Nee, du bist der raucht. Dir fehlt nicht mehr viel, mein Freund. Ich würde es mir überlegen. So, wir haben aber auch schon gut was hinter uns gelegt hier an Distanz. Boah, da nimmt der echt die Abkürzung. Der Apollo ist halt ein Biest einfach nur. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er hier in dem Event ein bisschen schneller gemacht wurde. Aber wenn es wieder auf mehr Leistung ankommt, dann kommen wir gerade auch nicht so richtig ran. Weil seine Kurvenlage einfach zu gut ist. Ach, come on. Das Event möchte ich gewinnen.
Das wäre sauärgerlich, wenn wir das nicht schaffen würden. Die Handbremse musste ich da an der Stelle nehmen, sonst wäre ich nicht an dem NPC vorbeigekommen. Ach, come on jetzt. Ich habe das Gefühl, durch die ganzen Kurven hier kommen wir nicht ran. Wir müssen wirklich warten, bis einfach wieder mehr Power gefragt ist. Oder er die Kurve einfach gar nicht schafft. Was auch eine Möglichkeit ist, wie wir gerade gesehen haben. Und wir haben die Hälfte der Distanz. Während wir die Berge dann mal wieder verlassen hier vom Norden. Und zwar das Ganze auf P1. So, jetzt ist die Frage, wie lange können wir das halten und wie geht die Strecke weiter? Wir werden auf jeden Fall, das habe ich gesehen, die beiden Schnörkel noch fahren, die beiden Schnecken. Das wird auf jeden Fall stattfinden noch. Das heißt, wir können uns ungefähr ausmalen, wie die Route geht. Jetzt sind es auch nur noch knapp unter 20 Kilometer, also eine normale Renndistanz eigentlich. Hier fahren wir mal rein. Die Abkürzung nehmen wir gerne mit. Ja, immerhin nicht gedreht, das hätte auch passieren können. Einer der Gumperts. Wobei, nee, muss kein Gumpert sein. Das sind drei mittlerweile direkt dran. Nimmt diese Abkürzung auch. War der Königseck tatsächlich. Okay. Ja, come on. Halt dich vorne. Du kannst das schaffen, Agera. Du bist zwar vielleicht nicht der beste Wagen hier in dem Feld gerade. Aber du bist in der Lage, das Ding zu gewinnen. Meinst du, wir können uns darauf einigen, dass wir das schaffen? Ich glaube schon. Das nehme ich als ja. So, wir fahren in den Wald gleich gerade durch, ne? Na, das ist einer der wenigen Abschnitte, der mir gar nicht gefällt. Also visuell schon, ne? Aber von der Streckenführung her ist das halt sehr ekelhaft zu fahren. Ne, wir fahren am Wald vorbei, genau. Für den Wald hätten wir links abbiegen müssen. Wir fahren jetzt hier am See vorbei, das ist schön. Drei Sekunden gerade Vorsprung. Ja, die bleiben halt dran, ne? Also, ein NPC, den man übersieht. Und man ist wieder hinten dran. Die Abkürzung lohnt sich nicht, glaube ich. Deswegen lassen wir die mal auf der Seite. Ja, noch 10 Kilometer knapp. Die Abkürzung lassen wir auch mal liegen. Die bringt nämlich überhaupt nichts. Eher im Gegenteil, wie wir schon mal festgestellt haben. Es bleibt bei den 2,5 Sekunden, ne? Ja, wenn die sich da hinten jetzt gegenseitig ein bisschen bekämmeln würden, das würde mir ordentlich helfen. Hier vorne. Aber das passiert gerade nicht. Ich brauche Nagelbänder. Alle. Jetzt. Das wäre doch auch cool, einfach ein normales Rennen zu haben mit Waffen. Oder Turbos. Ein Turbo ist ja jetzt keine Waffe per se, aber gehört halt im Spiel zu der Kategorie dazu. So, wir fahren die Schnörkel auch noch bergauf. Das heißt, wenn ich die verkacke, dann verliere ich richtig Zeit. Alright, come on. NPC sei auf meiner Seite bitte, vom Glück her. Nicht von der Straßenseite her. Ja, 2 bis 4 sind dann immer noch nah zusammen. Okay. Schnecke 1 haben wir überlebt. Noch 4 Kilometer. Come on, Gas. Nach der zweiten dürfte schon fast das Ziel sein, genau. Das heißt, die müssen wir jetzt noch schaffen. Und bei der geht's bergab.
Lieber NPC-Gott, ein letztes Mal. Für heute. Ein Kilometer nur noch. Yes, das haben wir, oder? Das haben wir. Schönes Ding. Sah zwischendurch sehr spannend aus. Hat dann aber doch noch ganz gut funktioniert für uns. Schön. Boah, das gibt richtig Kopfgeld. Über 50.000. Allein 50.000 dadurch, dass wir gewonnen haben. Das ist halt schon geil. Und ein Porsche Cayman S. Markant, entschlossen, willensstark. Ich habe voll vergessen, dass wir einen Cayman im Spiel haben, möchte ich an der Stelle erwähnen. Aber gut. Sei es drum, meine Damen und Herren. Damit würde ich sagen, war es das für diese Ausgabe. Nächstes Mal geht es dann ins Finale. Seid da gespannt auf jeden Fall, was passieren wird. Ich bin es auch. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.